Lange hat's gedauert. Ich habe mich wieder einige Zeit davor gedrückt, weiterzuspielen. Aber jetzt wird's draußen gerade schon wieder dunkel und ich habe all meinen Mut zusammengenommen, um hier mal. Wow, wie sieht das aus? Um hier mal das letzte Kapitel zu spielen von Layers of Fear. Es ist ja noch ein Türchen aufzumachen, wie im Adventskalender. Im vorletzten Türchen. Also nein, im letzten Türchen habe ich einen Finger gefunden. Wie schön. Ich möchte gar nicht wissen, was ich hierhinter finde. Beziehungsweise was ich dann mitbringe. Aber ich fürchte, ich werde es erfahren. Na gut. Auf geht's. Bumm. Ah. Ja, ich halte wieder die Augen offen nach irgendwas. Mäusebilder. Geister. Schockeffekte. Da ging es vielleicht weiter. Da wahrscheinlich nicht. Was ist damit? Das sieht fast ein bisschen einladender aus, weil hier Kerzen stehen. Ah. Tja, das ist wieder so eine Stelle, wo ich nicht weiß, wo ich am besten lang gehe. Links rum, rechts rum. Ja, das ist völlig überflüssig, da zu probieren, die Tür aufzumachen. Hm, ich werf mal einen vorsichtigen Blick hier rein. Da geht's um die Ecke. Da hinten aber auch. Mit dem Unterschied, dass es hier hinten sehr viel einladender aussieht. Ich gehe erstmal hier rein und hoffe, die Tür fällt nicht zu. Hm, toll. So viel zu dieser Hoffnung. Ach ja. Was ist das hier? Die Kacheln kenne ich bis. Was ist das? Ein Kopf? Nein. Eine Kokosnuss? Oder eine Tomate? Nein, ein Apfel. Ein Apfel. Und hier haben wir Paprika, Oregano, Zucker, Leichenteile. Nein, hier eine Notiz. We are running out of apples. Was? Das glaube ich nicht. Die Äpfel gehen uns aus. Das stimmt nicht. Blumenkohl. Frisches Gemüse. Ein Messer. Ein Messer. Wer hat dem denn ein Messer, die hat gegeben? Das geht nicht auf, dieser Schubkasten. Aber hier, der Ofen geht auf. Bumm. So. Was ist hier mit? Nee. Zu. Immer schön ordentlich. Ich will es nicht schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Wobei, ich habe schon schlimmere Räume gesehen, die ich dann reingelaufen bin. Das ist auch nochmal irgendeine Art Herd. Und dieser Wind. Ich weiß gar nicht, ob man da. Was? Äpfel? Hier stand, uns gehen die Äpfel aus. Und hier ist alles voller Äpfel. Oh weia, wetten, die Äpfel fliegen mir gleich um die Ohren. Jeder einzelne. Das Fenster ist undicht. Oh, das ist ja einer dieser Schränke. Wobei ich glaube, da ist nichts drin. Zumindest sieht man von. Ach so, so geht das. Sieht man von außen nicht, dass irgendwas drin wäre. Ah, nee, gleich wieder zu. Ordentlich. Da ist noch einer, aber es ist Quatsch. Zu. Oh. Vier Schubladen und. Ein Todesfall. Nein, vier Schubladen und zwei Schränke. Oh, noch mehr Äpfel. Noch mehr Äpfel. Wer packt den Äpfel in eine Schublade? Briefe? Hm. Eigentlich müsste man hier drauf seinen Namen sehen, aber irgendwie werde ich aus dieser Adresse nicht schlau. Kaminhölzer und irgendwas, nix. Also, und hier das berühmte Brillenetui. So.
Okay, also das hat mich nicht weitergebracht. Nichts gefunden bisher. Bis auf diese Notiz. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne ein paar Erinnerungsstücke und Mäusebilder. Tja, das nennt man wohl Stillleben hier, oder? Und wer hat dich angemacht? Passiert hier gar nichts. Ach, ich komme ja nicht weiter. Die Äpfel liegen mir im Weg. Gut, dass es keine Pferdeäpfel sind. Und dann geht's mal zur nächsten Türe. Die bestimmt offen ist, richtig? Ist hier irgendwas? Bevor mir gleich wieder der Rückweg abgeschnitten wird. Irgendwie kommt jetzt gerade so eine bedrohliche Musik auf. Das gefällt mir nicht. Ich habe eigentlich gar nicht so die Lust für ein Horrorspiel heute. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt spiele. Lalala, ich bin hier ganz alleine. Was für eine hässliche Fratze. Da läuft der Sabber runter. Ekelhaft. Was ist das? Das ist wieder ein Brief der Ehefrau. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Ein Gedicht. Ich glaube, die wird immer aggressiver, die Gute. Ich kann es nachvollziehen. Wieso ist das hier so hell eigentlich? Ach, da oben ist eine einzelne Lampe an. Ach, noch ein hässliches, verschmiertes Bild. Na gut. Eine verzogene Kommode geht nicht auf. Hierauf kann ich gar nichts mehr erkennen. Kann ich hier irgendwas übersehen in diesen Gängen und Räumen? Wahrscheinlich schon. Ach, ja, toll. Was ist denn das? Sie sieht ja aus wie ein Nacktmull. Und was flirrt da unten oder da hinten so? Ich möchte es gar nicht wissen, aber ich muss ja hier rein. Und? Zu, klar. Das ist gespenstisch, das sieht aus wie ein Ritualraum. Und diese Ratte da und diese Fliegen. Und was ist das für ein Geflirre dahinter? Sieht aus, als wäre da eine Riesenhitze. Ach, das sind drei Bilder im Dreieck. Exakt das gleiche, oder? Ich denke schon. Ja, jetzt gucke ich so auf die Bilder und dann ist hier hinter mir in diesen Wänden irgendwas. Da waren ja schon solche Mäusebilder drin. Gibt es hier einen Lichtschalter? Was frage ich eigentlich, aber manchmal gibt es ja einen. Ich traue mich gar nicht, da so nah ranzugehen. Aber ich glaube, das ist genau der Sinn hier. Dann kippt er bestimmt wieder um. Oh, was ist das? Ist das eine Tür? Ach, tatsächlich, das ist eine Tür. Die hätte ich gar nicht gesehen, wenn da nicht dieser Türknauf wäre. Na gut, da ist irgendwas Blitzendes, Waberndes, Brennendes dahinter. Wahrscheinlich der Geist der Verblichenen. Ich bin auf jeden Jumpscare gefasst. Hallo. Und nu? Der hat ja tote Mäuse gemalt.
Nicht schon wieder dieses komische Gewaber. Die Ratten rennen aus den Bildern. Das Gepfeife nervt mich. Außerdem brennt's hier. Ach, ich höre sie wieder heulen. Eieiei. Die andere Tür ist nicht mehr zugänglich. Da war die andere Tür. Noch zu. Ja, jetzt sind diese Bilder leer. Also entweder er hat exakt den Teppich gemalt, auf dem das Bild liegt, oder das ist kein Bild, sondern nur ein Rahmen. Was ist denn das hier? Eine tote Ratte. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying. We both know it couldn't have gotten there on its own. Also derjenige Spieledesigner, oder wie nennt man das, der die Aufgabe hatte, eine verwesende Ratte in 3D zu modellieren, der hatte eine schöne Aufgabe. Und das hier ist das Resultat. Das eine Auge ist schon völlig vertrocknet und vermatscht, das andere ist komplett bäh. Ach je. Aber ich habe die Ratte gefunden. Das findet wahrscheinlich auch nicht jeder, oder? Ich rede mir gerade selbst Mut zu. Versuche mich irgendwie zu entspannen, weil da dieses Geheule ist. Madame kommt bestimmt gleich wieder irgendwoher gesprungen. Und? Oh, die Tür bleibt offen. Oh, Wunder. Ist hier irgendwas in den Wänden? Was macht hier diesen Mäusekrach? Das sind nicht die Fliegen. Die Fliegen machen nicht solchen Lärm. Sind das Fliegen? Ja, das sind Fliegen. Ich mag keine Fliegen. Und ich wundere mich immer noch, von den Fliegen mal abgesehen, dass die Wände gemauert wurden und dann so 20 cm vorher hat man dann so eine leicht Trockenbauwand davor gesetzt und die dann erst verkleidet. Diente das der Isolierung? Ich verstehe es nicht. Oh. Och, nö. Geh weg. Gehst du wohl weg? Kann ich ja weggehen? Ich gehe ja mal weg. Hallo, Liebchen. Ja. Ups. Wo ist die andere Tür? Ja, du hast es nicht leicht, aber das ist kein Grund für so einen Auftritt. Wendy steht direkt hinter der Tür und fällt mich an. Ruhe? Ach, doch nicht. Ja gut, dann. Ach, zu. Okay. Ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. Ich weiß gar nicht, konnte man ihr jetzt auch entgegengehen und dann hinter sie gelangen? Aber es war keine gute Option. Nee, ich fühle mich so wohler. Und das will in diesem Spiel was heißen. Ja. Ach, sie heult immer noch. Es nervt. Die Wand ist schief, richtig? Ja. Was ist das? Ein Raum oder so? Man weiß es nicht genau, man sieht ja gar nichts. Möbel blockieren eine Tür, Papiere auf dem Boden. Ist hier nichts anzukrabbeln, nichts zu finden? Das ist ja langweilig. Ah, ich glaube, ich muss sowieso dann nochmal einen zweiten Durchgang machen, um die restlichen Sachen zu finden. Ich glaube nicht, dass ich hier auf der letzten Tour alles finde, was noch für das Fotoalbum fehlt. Und ich glaube auch nicht, dass ich alle Mäusebilder finde.
So gut werde ich nicht sein im ersten Durchgang. Den zweiten Durchgang mache ich dann mal noch, um das zu suchen. Aber das ist dann kein Let's Play. Da zeige ich dann höchstens, wenn ich noch was gefunden habe. Aber hier finde ich gar nichts. Das ist enttäuschend. Die Tür ist auch irgendwie komisch, oder? Die ist so nach vorn. Sieht aus, als würde sie an der Wand dran stehen, statt in ihr drin zu sein. Oh, ja. Genau, sowas mag ich ja. Dieses olle Grünzeug vorm Fenster. Ach, das Fenster ist offen. Oh, nee. Was sind das, Särge? Nee. Wenn das knallt runter, wenn ich da nah dran gehe. Das hatten wir doch schon mal. Licht. Gibt's hier natürlich wieder nicht. Zu? Ja, klar. Das Buchregal ist gut beleuchtet. Hilft mir das bei irgendwas? Vermutlich nicht. Papier? Nee. Das ist das erste Mal, dass man richtig nach draußen gucken kann. In irgendeinen hässlichen Hinterhof mit Tischen, Kisten. Und es regnet. Ja, ich gehe mal an das Fenster hier ran. Und? Was? Du knallst gar nicht zu? Okay. Wieder dieser Schleim. Hier ist auch nichts zu finden. Ja, das war ja klar. Ach, da steht was. Don't look back. Was heißt don't look back? Ich soll nicht nach hinten schauen. Warum nicht? So, eh zu. Don't look back. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Ratschläge, die hier so stehen, ob die gut gemeint sind oder das Gegenteil bewirken sollen. Ich soll nicht zurückschauen. Ich tue es aber. Bumm, Tür zu. Hell und freundlich. Und wie immer zu. Da sind irgendwelche Pinsel. Okay, das Bild da hinten, das ist kein Zufall. Aber immerhin, es ist hell. Farben. Mensch, Farben sind doch auch teuer. So eine Verschwendung. Ih, was ist das hier? Oh, eine Tür im Boden. Oh. Wer bist denn du? Das sieht aus wie ein Hund. Das da unten wie... Das ist ein Galgen, oder? Das ist ja wie eine Silhouette einer Frau. Muss ich jetzt da rein? Eine berechtigte Frage, in der ich aber erst im nächsten Teil auf den Grund gehen werde. Also, bis dahin.